Also, Hurensohn. Es geht Spaß um einen Hurensohn. Markus, du auch. Was? Ja, Hurensohn. Okay, das nächste. Das, die Wolke ist das Wort, Ficker. Ja, genau, Hurensohn. Das werde ich. Genau, Hurensohn. Damit. Okay, also. Yay. Gib, 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 gib. Ah! Inkompetent. Hallo und herzlich Ach, jetzt hätte ich willkommen fast gedrückt. zu einer ersten Folge Multiplayer-Sprachoffensive mit Ben, Hallo. David, mir, dem TKW, Hallo. und Special Guest Markus Ro Hardcore Gamer. So. Okay. ja, Sprachoffensive, was ist das? Ich glaube, da gab es ein Piep. Hä? Was? Da gab es ein Piep. Was? Der Name könnte sein. Achso, Hä, ist dein Name nicht eh schon bekannt ja, mein eigentlich? Name ist ziemlich bekannt, glaube ich. Ich glaube Natürlich nämlich kennt auch. jeder den Namen Markus Vorhänger. Natürlich. Das heißt, du zwingst mich jetzt nicht dazu, den auszupiepen, bitte, ja? Nein. Okay, Bitte mach danke. das. Bitte mach's. Bitte zwing ihn dazu. Nein, nein. Ihr müsst dazu wissen, der David, der hat eine GTA-Folge bearbeitet, wo ich immer seinen Namen gesagt habe und er hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass er den immer auspiepen musste. Ja, weil es eine scheiß Arbeit war. Also ich fand's episch. Ja, Naja. witzig. Lol. Ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt erstmal, was überhaupt dieses Projekt ist. Und zwar dreht sich das Ganze um das Spiel Tabu. Das ist ein Spiel, wo die Leute in zwei Teams aufgeteilt sind und die müssen sich dann immer teamintern Begriffe erklären, also die Begriffe umschreiben und der andere muss dann diesen Begriff eben erraten. Und wir dachten uns aber, das ist noch nicht spannend genug und wir vermischen das Ganze mit etwas anderem. Und zwar gab es mal zum Beispiel von Hand of Blood und Tenendo so ein Projekt, das hieß Claro, oder es gibt auch allgemein dieses Spiel, wenn ich du wäre. Wenn du Eier hast, Digga! Oder wenn du Eier hast. und wir wollen das Ganze ein bisschen kombinieren. Allerdings sind wir ja gerade hier alle nicht beisammen. Das heißt, es wäre nicht möglich, irgendwelche Sachen den anderen zu sagen, was sie halt machen sollen. Und deshalb beziehen wir das Ganze nur auf die Sprache. Das bedeutet, das Erklären wird ein bisschen durch eine kleine Challenge erschwert. Also so, jetzt nur mal als Beispiel, derjenige, der erklärt und auch derjenige, der errät. Die beiden dürfen, bei denen muss jedes zweite Wort Wurst sein. Das nur mal als Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ihr versteht das dann eh schon, würde ich sagen. Die Teams sind Markus, Ben und David und ich. Natürlich wieder gegen Verlierer. Ups, sorry. Entschuldigung. Nee, darf ich. Entschuldigung. Das war eben kaum beschreiben. Oh, der. Schatz feiert. Okay. Auf jeden Fall werden wir es so machen, dass es rundenbasiert. In jeder Runde gibt es drei Begriffe zu erklären. Wir werden dabei die Zeit stoppen, wie lange die Leute brauchen, um diese drei Begriffe zu erraten. Und diejenigen, die eben kürzer gebraucht haben, bekommen für diese eine Runde einen Punkt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Sieger der Runde. So, ich würde sagen, ich habe genug gelabert. Markus und Ben fangen an. Und ich würde sagen, David, bist du bereit, die Begriffe zu Bist schicken? du bereit, auf Stoppuhr zu Bist du drücken? Ich würde sagen, wir sagen jetzt erstmal die Challenge. Okay. Was haben wir uns denn da ausgedacht, David? Erzähl doch mal. Ja, alles klar. Also bei der ersten Challenge müsst ihr die Begriffe, müsst ihr lispeln. Alle Ja? beide. Alle beide. Also, warte. Ich kann nicht lispeln.
Ihr müsst aber nicht wenigstens also mit einem S-Fehler oder sowas in die Richtung. Genau, das musst du sagen. Das, genau, das weiß ich. Das musst du probieren, probier's einfach. Das ist für mich leistet. Ja, mir das kannst du auch die Zunge immer zwischen. Zwischen immer beide Zunge. Ja, zwischen den langen S. Ich bin Frau Kelugrovic oder wie der ist. David, schick mir bitte. Alles klar. Eine Sisyphus-Arbeit. So, David, wir beide müssen jetzt nicht mehr lispeln, sondern nur die beiden. Und ich würde sagen, sag, wenn du die Begriffe geschickt hast, und dann werde ich sofort auf Start drücken. Ich bin bereit. Okay, ich sag, ich zähle runter, ja? Ja. 3, 2, 1, Begriffe geschickt. Also, das erste ist ein Gericht und... das eine ist vor allem Spaghetti, also das Pasta Schutta. Nein, es ist einfach nur eine Zutat davon, das Hauptbestandteil davon. Nudeln. Das, genau, das ist das erste Wort. Und das zweite Wort ist für Gemüse und sowas. Wie so ein Gericht ist das? What? Das zweite, also es sind zwei Gerichte zusammen. Das erste hat zum Beispiel Nudeln und das zweite ist halt so viel Gemüse. Und sowas ist meistens eine Beilage. Und ja. Wie weit soll ich das noch erklären? Schwer. ja, vor allem Blätter. Von ja. Nudelspinat? Na, sehr knapp dran. Spinat ist in dem auch viel öfters drinnen mal. Vor allem. Ja, da fand ich da, was in dem großen Teil drinnen ist. Fuck. Es ist ein Nebengericht, das gibt's mit Kartoffeln. Nudelsalat? Natürlich! Nudelsalat! Okay, jetzt wisst ihr, dass sehr viele Juden gestorben. Das wegen Hitler. Zweiter Weltkrieg? Na, aber das. Ja, Holocaust. Aber genau! Und das dritte, das ist wieder ein Gericht, das eine ist eine Frucht, die ist lang und gelb. Natürlich mit dem S. Wie man also, ist? Genau, wie man sieht. Es ist lang, gelb und hat so Bäume, das weißt Banane. Du. Banane. Genau, und das ist eine Eiscreme-Form, also Banane. Du weißt das. Das ist auch, wenn man Spagat macht, dann ist es ein... Was? Das ist, wenn man einen Spagat macht. Das Bananen. Ein Eis. Bitte! Ja! Also, das erste Wort ist Banane, das zweite ist wenn man Spagat macht. Auf Englisch ist es. Das zweite. Echt was los, okay? Bananen? Shake? Nein, bitte, wir haben wenig Zeit. Beeilt es. Beeilt es mit dem Mann? Bananen? Eis. Nein. Wirklich, ne, Spagat macht, aber wenn man das spaltet auf Englisch. Bah! Das ist so schwer. Verdammt nochmal, Bananen? Ne. Bananen? Nein. Ich mein, was für Spalten auf Englisch? Bananensplit. Genau! Yeah. Ende Zeit, aus! Yeah! Das war schwer. Oh, okay. So geil, Alter. Ey, Markus, die Challenge war dich schwul zu klingeln, ne? Ja. Das ist nicht zusammen, ne? Ja, aber das hat gepasst. Das war ja, auch nicht danke. Cool. Ah, das haben wir, wenn es sich nicht so quick, dass es sich dumm stellt, das heißt, ob das... Ah. Okay. Benni, schickst du zum... Keine Ahnung, wer will auch nicht wieder anfangen? Ich weiß nicht, von mir aus kann ich erklären. Okay. Moment, ich muss mir mal eben eure Zeit aufschreiben. Okay, wie viel war's denn? 3 Minuten, 5 Sekunden und 56 Hundertstel Sekunden. Boah, okay. Wir werden entscheiden, die Hundertstel Sekunden. Oh ja. Irgendwie so das erste und dritte Wort scheiße, das zweite Wort so in einer Sekunde. Ja, es war total. Ohne passt doch viel zu einfach. Ja, alles klar. Das heißt, merken wir uns, David, wir müssen ihnen Gerichte geben. also,
ich erkläre euch mal eure Challenge. Es geht darum, dass ihr nach jedem Wort, das mit einem selbst anfängt, also A, E, I, O, U, sagt, müsst ihr Shish sagen. Und so ist so richtig Moneyboy-mäßig. Lol, das krieg ich nicht hin. Na sicher. Nein, nach jedem Wort, das mit einem... Ja, Lisbeth wusste ja gar nicht, kommst du... Ja, okay. Na doch. Also... Nach jedem jedes... Wort, das mit einem Selbstlaut anfängt, also A, E, I, O, U. Ach du Kacke. Was du mit anfängt? Shit. Mit anfängt. Das anfängt? Nicht was anfängt. Es muss nicht drin vorkommen, einfach nur anfangen. Also ich zum Beispiel dann immer Shish sagen, oder genau, wie? Shish, genau. So. Krieger wird's verstanden. Ich, Shish. Ja, ich, Shish. Finde das. Shish. Es, Shish. Sowas. So ungefähr. Oh Gott, neu. Ach du Scheiße. Ja, okay. Was bin ich noch? Du die Uhrzeit, Markus? Also ich dachte, Tiger, wir stoppen. Ich kann es auch nochmal machen. Ja. Okay. Nee, aber was mir noch eingefallen ist, wie wollen wir es machen, wenn jemand zum Beispiel gegen die Regeln verstößt? Zum Beispiel fünf Sekunden sind ein bisschen wenig. Nee, aber das ist aber ja, aber es ist aber schwierig zu kontrollieren, weil wenn jemand immer wieder. Nein, ich meine, wenn Markus jetzt zum Beispiel dauernd Banana gesagt hätte, wenn das noch nicht erraten worden wäre. Achso, meinst du das, wenn man was sagt, was aber noch nicht erraten ist? Okay, ja, sowas, ja. Genau, ja. Wie wir das dann machen wollen. Man kann die Stoppuhr kurz anhalten. Und man nein, ich würde so was machen, dass sich das gegnerische Team das einfach aufschreibt, aber den Gegenüber nicht unterbricht, weil das ist ja zusätzliche Zeit. Ja, und dann schreiben wir einfach so und so viele Sekunden dazu. Ja, ja, halt wir einfach, machen wie, ob das bestimmte ist und am Ende der Runde dazu. Ja. Ja, genau, aber wie viele Sekunden machen wir? 10. Machen wir 10? Ist ja okay, machen wir 10. Aber das würde ich vor allem machen bei den Wörtern, bei den Challenges, ist halt schon, wenn es oft, wenn es lang ist, dann schon, aber sonst ist das nicht so wichtig, ist halt mehr witzig. Ja. Bitte darum, weil das wäre ich sowieso verkackt. Okay. Also du erklärst, David? Ja, ich erkläre. Okay. Benny schickst. Aber nur drei Wörter. Benny, nur drei Wörter schicken. Ja, ich weiß. Okay, gut, passt. Also ich sehe da ready? Ja, zähl am besten okay, runter. Okay, ich schicke in 3, 2, 1, jetzt. Okay, okay, also. Scheiße, wo ist es denn? Vergiss die Challenge nicht! Okay, tschüss. Also, tschüss. Das erste tschüss ist... Füsch! Wenn man in Füsch, ein Füsch, Krankenhaus kommt, dann... Krankenwagen! Gibt... Nein! Füsch... Nein! Gibt es Füsch mehrere Abteilungen Füsch? Als Füsch? Ja! Sowas in Füsch der Art Füsch. Eine Abteilung Schüch hat etwas Schüch mit dem Gegenteil von dem männlichen Geschlecht zu tun. Ärztin Schüch. Ja, aber Schüch genauer. Es gibt verschiedene Ärztinnen, tschüss. Urologin, tschüss. Nein! Der nicht offizielle Begriff. Frauenarzt. Ja, okay. Oh. Ich weiß, dass du das so schnell schaffst. Weiter. Ach du Scheiße. Schnell. Tschüss. Ist ein Umlaut, ist ein Umlaut. Ist ein Umlaut ist okay, kein Sonne, tschüss. Schneller! Wir sind bei der Polizei. Da gibt es viele Autos, tschüss. Wie nennt man Polizeiauto? Anders, tschüss. Was fällt dir beim Zebra ein? Bitte keine Flecken. What the fuck? Zebra hat was? Streifen. Ja? Wie nennt man auch Polizei? Streife. Ja! Streifenwagen. Ja, okay. Oh. Tschüss. Schnell noch eine halbe Minute.
Tschüss. Du hast einen Schüschkuchen. Aber keinen Kuchen, sondern etwas Torte. Anderes. Schüsch. Ja. Torte. Und damit, das Torten willst Heber. Du woanders hintragen. Tortenheber. Ja. Ui, ja, 2 Minuten 57. Wie viel haben wir gehabt nochmal? 3 Minuten 5. Oh, damn. Alter. Das war wirklich knapp. Oh, ah, ich hab nicht, dass ihr das so schnell wisst. Oder Aber okay. Die Challenge ist nice. Ich finde die... Ich auch tatsächlich. Tschüss. Ja. Okay, ja. Aber Gott sei Dank wird das bei der Challenge nicht gezählt. Ey, ich würde es gar nicht wie auf die... Nein, du hast glaube ich nur 3-4 Mal verkackt bei okay. Anders. Du hast immer bei Anders verkackt. Ja, okay. Ja, weil das ein Zwischenwort ist. Ja. Okay. Ja? Gut. Ich sage euch jetzt mal die zweite Challenge, die jetzt dazukommt. Ja, das ist wichtig. Mhm. Also ihr müsst weiterhin lispeln. Und dazu kommt, dass jedes zweite Wort, ja, ein Schimpfwort sein muss. Immer dasselbe darf schon sein, oder? Ja, also es wäre cooler, wenn ihr euch mehrere einfallen lassen würdet. Ja, genau. Okay. Ihr wisst eh genug, also jetzt mal ernsthaft. Ja. Okay. Gut. David als Schimpfwort? Ja. Nee. Okay. So, jetzt okay. Schicke ich es dem Ben, warte. 110. So, ja. Oh, zum Glück muss ich das jetzt nicht machen. Ja, doch, du musst jetzt erklären. Also, okay, ich schicke. Sind alle ready? Ja. Ja, Ganesha nimmt nochmal ja. Stopp nochmal die Zeit. Ja. Oder? Ich bin bereit. Okay, bereit. Ich schicke in 3, 2, 1, geschickt. Also. Hurensohn. Es geht Spaß um einen Hurensohn auf das Bahn. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, okay. Er steigt Hurensohn in die Hurensohn. Also, Heißluftballon. Ja! Markus, du auch! Was? Na ja, als Hurensohn. Okay, das nächste. Die Bewohner Hurensohn sind Hurensohn nicht gelb. Vergiss es, Hurensohn. Was? Es geht Hurensohn um ein Spiel. Okay, Ficker. Dabei kannst du Hurensohn einen Satz Lappen bauen. Stimmt. Ja. Und das letzte Wort? What the fuck, das kenne ich ja gar nicht. Nein. Googeln. Was ist denn das? Hurensohn. Das kennt der Markus sicher nicht. Ja, sicher kennt er das. Wenn ein Unfall, Hurensohn, passiert, Hurensohn, dann beispielsweise Auto Unfall spast Fahrerflucht, dann entsteht Hurensohn eine Wolke spast. Das die Wolke ist das Wort Ficker. Ja genau, Hurensohn. Das kann ich. Genau, Hurensohn. Das war die geilste Idee damit. Okay, also es geht spast um einen Traum spast. Okay. Er steht bei Lappenhurensohn rum. Bei Unfällen. Okay. Hat was mit Tornados zu tun? Nein. Nein, hat nichts mit Tornados. wenn ein Unfall passiert? Lappen. Dann kommt Rauch in die Luft, Hurensohn. Ja. Und das hat einen Mongole-Spezialbegriff. Ja. Spezialrauch.
Brauche ich das erste Wort. Ja. Und dann, Hurensohn, gibt es noch einen zweiten. Wolke. Bitch. 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 Verstehst du? Ja. Brauch. Erstes. Hurensohn Wort. Ja? Dann zweiter Teil. Lampen. Was ist der zweite Teil? Bitch. Ich kann nicht erklären. Ja, das ist so in der Tat schwierig. Leute, das kann ich nicht erklären. ich helfe mir ein bisschen. Das zweite Wort. Wenn ganz viele Flugzeuge fliegen, so, dann nennt sich das ein. Das ist dann eine Gruppe. Lappen. Nicht Kolonne, Flotte. Also nein. Nicht Quadron, sondern Lappen. Ein. Mit SCH. Schwadron. Ja, der ist das zusammen. Braucht Schwadron? Na, nicht Schwadron, sondern... Was? Andere Worte, letzten zwei Buchstaben. Erinnert an Waden. Also, Rauch. Dann sehe ich dich wie Schwanz. Was? Ich war richtig. Die SCH-Waden. Rochschwaden. Ja. Ja! Ich kenne das Wort Hurensohn, aber das habe ich nicht gegeben, aber keine Ahnung, wie man das machen soll. Ja, okay. Ja, ich bin Autounfall und so Scheiß. Ja, okay. Der David hat gesagt, noch ein schweres zum Ende. Ja, schau mal, ob du es voll bist. Okay. Ja, okay, ich hab 4 Minuten 39 gebraucht. Nur, ich hätte das Gefühl länger gebraucht. Nee. Okay. Ich würde sagen, sind wir jetzt an der Reihe. Ja. Gut, Ganesha muss zugeschickt. Ah ja, kommen. Stimmt. Dann und wir müssen auf die Chat die Challenge sagen. Ich sage euch mal die Challenge. Ah, ja. Also zusätzlich zu der vorigen Challenge müsst ihr abwechselnd pro Satz, also der erste Satz müsst ihr mit Durst beenden und der nächste mit Wurst. Und das abwechselnd jedes Mal. Ach du Scheiße. Ja, Barsch! Schisch! Okay, gut. Moment, den einen immer einen Satz mit Durst und den anderen mit Wurst beenden. Ja. Ach du Kacke, ey! Alles klar, alles schisch, klar! Durst! Durst! Du, Hurensohn, Wurst! Okay, stoppt einer von euch? Ja, okay, warte kurz. Also ich schicke jetzt TGW. Nein, ich muss auf Stopp. Aber noch nicht schicken. Ja, ja. Ach, wo ist denn das? Brich dich einfach mit Ben ab, wenn der... Oder du sagst an, wenn der ready ist und dann... du sagst an, wenn du ready bist. So. Ja, ich bin bereits und du es 3, 2, 1, Ruhe ziehen, Benny. Okay. 3, 2, 1, go. Wake up. Schisch! ein Schisch, anderes Schisch Wort für das kommt von dir, David. Durst. Schisch, ein Schisch, anderes Schisch Wort für was? Durst? Die Schisch Pfeife wedeln. Masturbieren. Essen. Schisch. Wurst. Essen. Schisch. Wurst. Achso, Piccolini essen. Nicht Piccolini. Pizza. Sondern etwas ähnliches. Schisch. So Teigtaschen. Durst. Mit Gemüse drin. Schisch. Frühlingsrollen essen. Wurst. So Teig. Zusammen mit Gemüse drin. Schisch! Durst. Hä? ein Schisch, Durst? Anderes Schichwort für Kuchen. Was? Strudel? Wurst? Andere hatten wir eben Schisch schon mal. Durst. Wurst. Schisch. Was? Hä? Anderes Schichwort
für Torte. Quatsch, scheiße, nein! Ein anderes Wort für Kuchen. Schisch, Wurst, Durst, keine Ahnung. Torte? Ja. Die Schisch, Verniedlichung von Torte. Törtchen. Nein! Wurst. So kleine Torte. Küch. Hä? So Teigteile. Das, Junge. Teigteile. Tschüss, tschüss, tschüss. Du hast Wurst. Teigteile mit Gemüse drin. Wurst. Junge. Was, Junge? Du hast Nudelart. Kocht man. Hey, soll ich das doch anders erklären, wo du hast? Benni, bestes Wort. Ich stehe total auf dem Schlauch, wo du hast. Ja, ich gebe Tipp, Hurensohn, das ist aus Italien. Und okay. Eine Lebenssorte. Tschüss. Bitchwurst. Das... erste... Schichtwort war Torte. Durst. Durst. Okay, und tschüss. Durst. Dann noch eine Verniedlichungsform dran Schisch hängen. Torte hat nichts mit dem Wort Wurst zu tun, Bitch. Genau. Es ist nur ein Teil des Worts von dem Buchstaben. Ja. Her. Bitch. Ja, wie soll ich das noch anders erklären? Ich keine Ahnung. Egal. Ihr könnt sein Wort überspringen. Ja, okay, überspringen wir das Wort. Ja, okay, es war Tortellinis. Lol. Oh. Lol, ja, okay. Ja, hätte man drauf können. Auf Schisch, der Schisch-Kirmes. Nein, der ist... Ach, egal. Ist weg, ist Schisch, mir egal. Schisch, sind... so Sitze, die an so Teilen hängen und sich und Schisch sich drehen. Karussell. Ja, aber Schisch davor kommt noch ein Schisch anderes Schisch Wort. Schisch Wurst. Schisch. Eisen. Teile, Schüchteile, so Eisen, Schüchringe an die aneinander Schüch sind zu einer. Kettenkarussell. Ja, boah. ein Schüchteil, womit du Schüchwände einschlagen Schüch kannst. Vorschlaghammer. Wurst. Ja, Mann. Hui! Okay. Boah, wären die Tortellinis nicht gewesen, wäre das voll gut gewesen, Wurst. Ach, fuck, ja. Tortellinis war echt gut, nice, Ben. Hey, wie lang waren die? Also ich habe 4 Minuten 50, ne? Ja, ich auch sowas. Aber du kriegst noch 10 Sekunden dazu für das Torte-Ding. Ja, wir haben auch mit 4 Minuten 50 schon verloren. Ja, und irgendwas noch dazu wegen dem Tortellini-Überspringen. Keine Ahnung, wie viel, falls wir das sehen. Ja, was machen wir für Wort-Überspringen? 15? Nein, 20. Das kann schon mehr sein. Weil sonst könnte man ja alles überspringen und hat dann... Ja, wenn du 20 machst, dass du wirklich alles übersprungen hast, 60. Ja, dann mach mal... Eine Minute. Eine Minute, ja. Okay, gut. Aber... Warte, jetzt weiß ich nicht, was ich folge. Ich habe eigentlich beim Überspringen, dass ihr das Wort einfach für später aufhebt, aber... Voll egal. Also wenn ihr das nächste Wort macht und das lasst, aber... Okay, ja, dann... Da steht... Wie steht's jetzt? Das Ding ist es, dass wir jetzt Gleichstand haben. Ja, das heißt, wir müssen insgesamt 3 Runden haben dann. Was, genau. Gleichstand? Naja, erst vorher eine Runde haben sie gewonnen. Genau. Und jetzt haben wir die gewonnen, weil wir forschen jetzt schneller waren. Ich hätte gedacht, das wird zusammenzählt, die Zeit, lol. Das können wir auch machen. Nee. Wieso nicht? Hast du dann nochmal verloren? Wir müssen noch eine dritte Runde machen. Ja, wir müssen wieder Wörter suchen, alles. Wir können es das nächste Mal hier machen, aber jetzt würde ich zusammenzählen. Ja, dann haben wir Hausbruch verloren, Mann. Ja, genau. Mit... Wenn eine Minute fürs Überspringen, dann hätten wir 5 Minuten 50 gebraucht. Das wäre dann mit dem anderen zusammen 7 Minuten, 8 Minuten 47. Ihr hättet 7 Minuten 40. Ja, also eine Minute Unterschied. 40. Ja, die eine Minute. Die Tortellini ist okay.
Scheiß Tortellinis, Alter. Wie kommt man doch nicht auf Tortellinis, ey? Zeig mich, ich hab aber voll gewusst, wo du hin bist. Beschreiben. Ich hab voll gewusst, welches Wort war denn da so Torte. Da ist aber nicht nur Gemüse drin, Junge. Ja, was sonst? Also ich esse Tortellinis nie, aber ich kenn's halt, da ich Vegetarier bin, ist ja auch kein Wunder, dass ich nur mit Gemüse kenne, aber... Ja, ist mit irgendwas, mit Fleisch oder Gemüse, gibt's okay. Aber ich glaube nicht, dass David drauf gekommen wäre, wenn ich gesagt hätte, da ist auch Fleisch drin, also... Du hättest sagen können, gefüllte Nudeln, oder? Ist das... Ja, gefüllte Nudeln wären okay gewesen. Ich habe ja gesagt, so Nudeln mit Zeugs drin, da. Teigzeugs. Du hast gesagt Teiggericht, du bist bei Kuchen gewesen und dann die Verkleinerungsform von Torten und nicht so Törtchen, was die Verniedlichungsform von Torten ist. Das war das Beste, einfach nur so irgendwas mit Torten anfangen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das anders hätte erklären sollen, wenn der am Anfang nicht da drauf kommt. Und dann ein anderes Wort für von der Palme wedeln? Ja, das war auch voll komisch, wenn du mit Pizza oder sowas angefangen hast. Ja, okay. Gut. Ja, also die erste Runde geht, oder das erste, die erste Folge geht an Team... Gewinner. Gewinner. Team ohne Kerntag. Ist das wirklich? Nee, keine Ahnung. Team Awesome. Team Ben-Kurs. Team Lispel. Team Lispel. Team Markus und Ben. Wir sind Team Lispel, ihr seid Team Schnisch. Alles klar. Tschüss. Wurst, wie ihr wollt. Ja, also wir sind Team Lispel. Ich hab mich überhaupt nicht mehr ausgekannt, so oft wie der Wurst und Durst. Also ich muss sagen, das Wort, was nicht. Ich muss sagen, die Challenges waren alle mega geil. Ja. Ich fand's mega witzig. Ist mir egal, dass das jetzt alles Selbstlob ist, weil die Idee von mir kam zu dem Projekt, aber ist mir egal. ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Natürlich immer gerne Daumen nach oben, wenn ihr mehr haben wollt. Ihr bekommt eh mehr, deshalb trotzdem Daumen nach oben. Und ich würde sagen, das würde er sagen, ich würde aber sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und so.